Auch wenn das Saisonfinale mit Fahrerposition 1, naja, so wird es nicht bleiben nach diesem Rennwochenende, aber nach diesem Rennwochenende gibt es wieder Ressourcenpunkte zum Ausgeben. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Abu Dhabi. Reifen kurz angeschaut, ausgewogen. Einmal gelb, zweimal rot, der Rest lila. So kann es bleiben und so können wir auch in das Rennwochenende starten. Ich glaube, es wird nicht regnen. Zumindest war es in T1 nicht nass, als ich da nach Brasilien reingeschaut habe. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Willkommen zum heutigen Training in Abu Dhabi. Welche Herausforderung bietet die Strecke hier in Abu Dhabi den Fahrern wohl? Das hier ist eine sehr komplexe Rennstrecke. Sie verlangt häufiges Bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen Qualifying die meisten Fehler. Der letzte Sektor ist schwer zu meistern. Dort gut durchzukommen, wird entscheidend sein. 31 Grad und abschießen? Ist das eine Aufforderung? Das Wetter heißt wieder mal abschließen. Boah, zum Glück muss ich gerade nicht bei 31 Grad sitzen. Wobei, jetzt ist Frühling, jetzt wird der Sommer bald wieder kommen. Ich hoffe, der wird nicht so extrem werden wie vor 2 Jahren. Der Sommer vor einem Jahr, also 2016, der war voll in Ordnung. Also mit dem würde ich auch 2017 leben, aber das ist nur Wunschdenken, wer weiß. Ich werde dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Ja. Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Wer weiß, was da am Ende bei rauskommt. Gut, das kann so bleiben. Dann mal kurz auf das Wetter geschaut. Ist nur ein rhetorisches Draufschauen. Denn das Wetter sollte kein Thema sein. Mal kurz bei den Teamzielen. Sektor 2, saubere Runde, Spitzengeschwindigkeit, Benzin sparen, Autoeinstellung. Sektor 2 könnte das Zünglein in der Waage werden. Der Rest sollte soweit passen. So, Sonne erstmal in T1, dann bedeckt und dann wird es eben auch dunkel. Und dann Sonne in T3, dann wird es bewölkt und dann, ja, Qualifying. Und das Rennen komplett wolkenfrei. Nichts anderes habe ich erwartet. Halt. Dann können wir hier gleich weiter losmachen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Also über die 2100 Ressourcenpunkte komme ich so oder so. Mal sehen, ob es für 4 Teile reicht zum Ausgeben oder für 2 eben große und ein mittelgroßes. Also die großen, nochmal kurz wiederholt, ist für mich einfach Motor und Abtrieb. Das ist jeweils groß und mittel wäre so Chassisgewicht oder Luftwiderstand. Hallo, bekannter Randstein. Hat er aber recht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. So, jetzt kennen wir mal der Ferrari World den Rücken zu. Man könnte meinen, es ist ein Heimspiel für uns. Weil im Hintergrund liegt die Ferrari-Welt. So, 445 für grün. Bekomme ich hoffentlich hin. Yeah. Kann ich schon Benzin sparen? Ich hoffe, hier gibt es an diesem Rennwochenende keinen Zwischenfall auf diesem Stück Geraden. Ein Tick zu schnell rein. Boah, ein Tick zu schnell herum. Und jetzt kommt der Sektor, wo ich massiv Zeit verliere. Wenn schon mal die Linie nicht passt, aber ist hier gerade noch halb so wild? Hinten kommt gerade niemand an, das finde ich nicht verkehrt. Na dann mal los, alle Tore treffen. Ohne Lautschen das erste. Hab ich dich, bin auch nur grün. Ah, lila, oh hoppala.
Scheiße. Das war, glaube ich, noch nicht die optimale Linienführung. Selbst daraus kommen wir jetzt Lieder. Da habe ich jetzt mit grün gerechnet. So, hier mit stehenden Rädern drüber hinausfahren, das wäre ziemlich kacke. Jetzt bin ich zu langsam, oder? Ne, immer noch lila. Punkte habe ich schon. Ressourcenpunkte wollte ich gerade sagen. Boah, ja, mal wieder zu denn. Das ist noch gut bekannt. Das habe ich nicht vergessen. So weit außen zwischendurch, das gefällt mir gar nicht. Und dann passt sie auch leider nicht. Oh Mann, so viel Rot. So, letzte Ecke. Grün ist schon mal gesichert. Aber da ist deutlich mehr drin. Die Runde war alles andere als gut und dennoch hat es locker gereicht für Grün. So, hier weiter außen. Was habe ich jetzt im Toss? Bisher alles lila. Jetzt kommt's, Achtung. Nee, auch lila. Na, wobei, da ein grüner Punkt zu Beginn. Das wäre es gewesen, wenn ich jetzt DS verkackt hätte. Alles lila. Na, es geht ja gut weiter. Zu schnell. Da war es das mit lila. Direkt mal rot. Gucken, ob das für lila reicht. Dafür muss der Rest hier noch passen. Mist, jetzt habe ich es verkackt. Das Rot war jetzt zu viel. Wieder an dieser Stelle. Schade. Ah, 2000. Reicht immerhin noch für grün. Gefällt mir gar nicht, wie ich da durchfahren soll. Das war vorhin aber lila. Kann ich wieder in T2 dann schön auch das Konifeng-Tempo mit reinsetzen und dann insgesamt 6 Runden, weil ich wieder 2 Reifensätze benutzen werde. Wieder zu den. Der dritte Gang nicht wirklich geholfen, das war untersteuern. Na, bisher sieht es noch halbwegs passabel aus, da oben. So, wieder Zeit in. So, jetzt aber am dritten Anlauf, hä? Das war einmal meine Lieblingskurve hier hinten. Die lässt sich gar nicht mehr so lieblingshaft fahren.
So, letztes Stück. Alles klar, das Schade. Ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Naja, sehr, sehr gut grün geschafft, aber leider nicht sehr gut auf Lila abgeschlossen. Jetzt mal endlich frei von Zwängen fahren. Auf die Gerade hinaus gewinne ich schon mal. In den nächsten paar Runden mal wieder. Also ich habe noch ewig Zeit. Ja, es war zu spitz angefahren. Na, anderthalb Zehntel, na, es wird sogar weniger. Genau richtig angefahren, den Rennstein. Aber ich soll diese Runde reinkommen, oder? Wie der vor der rechte Reifen einfach mal lange, lange stehen bleibt. Das wäre nicht sehr schön fürs Reifenmanagement. Und da kommen wir dann auch gleich hin. Oh, hallo. Tja. Was? Vettel? Ist Vettel? Ne, ist ein Force India. Jetzt will ich sehen, wie das ausschaut für einen Hinterherfahrenden. Oh, Hülkenberg war der Leidtragende. Zwei Deutsche haben sich getroffen. Bums. Na gut, aber es soll noch weitergefahren werden im Training. Der Farbstreifen ist ja auch irgendwie gemein. So, willst du vorbei oder willst du rein? Ja, der vorbei. Na, Stadtkurs kann man nicht sagen. Hier ist nirgendwo eine Stadt um den Kurs herum. Die Boxengasse ist sehr eng. Vor allen Dingen eben bergab da hinten. Tja, erste Hürde schon mal gemeistert. Ich habe zwei was vom Team zu erreicht, ne? Zwei was müsste es gewesen sein. Also, da die Spitzengeschwindigkeit war es und dann, Autoentstellung wird es nicht gewesen sein. Sektor 2 auch nicht. Bleiben nur noch zwei Optionen. Das andere war eine saubere Runde. Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt daran. Was war jetzt nochmal Nummer 5? Sprit sparen. Habe ich Sprit gespart? Sprit sparen, Autoeinstellung, Spitzengeschwindigkeit, Sektor 2 und saubere Runde. 5. Ja. Nachgeschaut. Na, erstmal hier. Komme eh gleich nochmal zu diesem Bildschirm, weil ich ja gleich T1 verlassen werde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,50,8. Ärgerlich, knapp vorbei. Ich wollte gucken. 3 war es sogar. Saubere Runde, Spritspann und Spitzengeschwindigkeit. Ja dann? Nee. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hülkenberg, Raikkonen und Ryo Hayato. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Hülkenberg auf der 1 und Carlos Sainz hat die weiße Linie überfahren. Interessant. Ich habe den Finger, den Daumen immer noch auf der Bestätigen-Taste. Jetzt sind wir halt wieder hier. Das hatten wir schon mal, ne? War das auch in Abu Dhabi vor einer Saison? Ich meine, nein, aber... Aber warum? Ja, ja. Das Spiel ist schon etwas lustig. Bitte warten. Dann gibt es jetzt gleich Ressourcenpunkte. 2014, ja, das Jahr ist schon vorbei. Yeah, knapp 2100. Gab es Verbesserungen an diesem Rennwochenende? Nein,
alle sind soweit geblieben. Force India geht auch auf Platz 1 dann in die neue Saison. Wir sind noch Vorletzter. Wobei es sieht aus, als ob wir Letzter wären, oder? Ich sitze zwar etwas nicht genau gerade, auf einer Höhe mit den beiden Enden. Der Balken sieht aus, als ob wir knapp hinter Renault liegen. Aber kann doch eigentlich gar nicht sein. Oder treibt das Spiel da Flausen? Kontrolle, Setup und was die Reifen angeht, ob sich das soweit richtig gemerkt wurde. Ja. Dann Reifenmanagement bei Abenddämmerung. Fertig, bereit. Mit den roten Pneus, da wird es schon ganz angenehm. Und kommt was? Nein. Draußen ist wohl auch noch nichts. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Im Grunde könnte ich schon diese Runde auf Fett fahren, weil wir haben genug Sprit dabei. Zur Not kann man ja immer noch die Inlap auf Mager bestreiten. Von daher mache ich den Wagen mal leichter. Hätten sie mir halt weniger mitgegeben. Ja, ich bin auf der Geraden schneller, aber ja, ich verschleiß damit auch eventuell mehr Reifen. Bin mal gespannt, ob es vielleicht eher lila wird oder gerade so noch grün, aber hoffentlich nicht glatt rot. Na, jetzt komme ich hier jetzt nach außen, ansonsten hätte die Kurve soweit gepasst. Und dann geht's los. Mach die Anzeige mal gänzlich weg. Kommt zu weit nach außen, ansonsten wäre die erste Kurve so ganz gut gewesen. Komm, viel zu weit nach außen. So ist die Kurve gar nicht gut gewesen. Ich lasse mal die Reifenabnutzung machen. Ist ja doch ganz interessant, das nachvollziehen zu können. Aktuell eine Viertelsekunde minus. Na, jetzt sind es 4/10. Also der Sektor kommt mir sehr gelegen, wegen der beiden Geraden. Sehen die nicht die Reifen verballern? Hat gepasst. Und der Kohle hat es mal kurz durchgedreht, hat man oben auch am Balken gesehen. So, 14. Vorlauf, aber das wird nicht reichen. Das ist zu wenig für den letzten Sektor. Boah. Etwas zu viel Gas. Habe den Vorsprung jetzt schon aufgebraucht. Das wird wohl eher ein hartes Ding mit Grün werden. Als mit Lila. Reifen schon nicht gerade sehr, aber ich bin noch gar nicht schnell genug. Das war 2000. Über eine Sekunde Rückstand. Ja, das wird, glaube ich, eine harte Nummer hier auf Grün zu fahren. 1,5 Sekunden. Schnellste Runde bisher. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid.
Ist auch wieder ein Stück zu weit rausgekommen. Nicht so schlimm wie vorhin, aber immerhin noch ein Stück. So, hier mal schneller umsetzen. Also auch etwas Geschwindigkeit eingangs opfern, um da schneller durchzufahren. Das war nämlich der Fehler in der vorangegangenen Runde. Das war zu früh rein. Oh, da blendet die Sonne an der Leitplanke. Hinter uns und vor uns ist gerade die Strecke frei. Das ist schön. Ja, etwas zu spät. Geht aber gerade noch gut. Mit weniger Druck auf dem Gaspedal und die Strecke ist mir auch nicht ausgegangen. So, eine Sekunde Vorlauf wird aber wohl auch noch nicht reichen. Nehme ich mal. Zu ausläufig, zu auslaufend gefahren. Ja, kaum bremst man mal einen Ticken später, um vielleicht doch etwas Zeit daraus zu holen. Schon gehen die Reifen in die Knie, weil da was stehen bleibt. Aber zeitlich geht's jetzt doch halbwegs in Ordnung. Es könnte grün werden. Das Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifen haben Nutzung mehr oder weniger wie erwartet. Na, muss ich mich mal ranhalten hier. Kann aber nicht wahr sein. Muss ja grün werden. Jetzt schon eher gepasst. Jetzt geht es mir bloß am Ausgang wieder was aus. Und die Strecke. Knappe 4 Zehntel Vorlauf. Ja, es war jetzt etwas zu spät. Noch später als vorhin schon. Neun Zehntel Vorlauf. Mal gucken, wie der Rest wird. Das war der böse, böse Randstein. Neun Zehntel noch Vorlauf. Lieber lasse ich hier 2-3 Zehntel liegen und dafür die Reifen ordentlich beisammen behalten. Nein. Gerade noch gefangen, aber das wird zeitlich jetzt nicht ausgehen, weil ich jetzt hier für Zeit verliere. Okay, naja, doch lila. Weil die Reifen so nett waren. Und so viel ausgehalten haben. Aber die Zeit, die war arschknapp. Hauptsache, ich lieg in der Zeit und hab die Reifen lila, das passt dann. Die Erkenntnis aus der letzten Runde. Oder kommt... Nein, Williams wollte schon sagen, vor's Indie, aber nein. Der ist etwas zu hell. Ja, beim Ausgang verlieren sie wieder eklatant. Ist uns ja nichts Neues. Und ich muss sagen, aktuell macht mir an dieser Strecke immer noch der erste Sektor am meisten Spaß, aber auch das Anfahren hier auf die Schikanen. Große Geschwindigkeit, dann ganz doll runter. Und eben dieses Stück hier meistern mit der Bodenwelle auch. Und auch hier hinten beim Anbremsen nicht zu weit innen, das gefällt mir hier an dieser Strecke. Das ist dann doch wieder der zweite Gang zu weit innen. Soll es nicht von hinten schieben, bitte, danke. Oh, nur 16 Vorlauf, 4. Müsste ich mich jetzt schon sehr ranhalten.
Jetzt wird außen, so wird's nichts. Ne, kann ich vergessen. Zeit außen. Ja, Zeit. Ah. Endlich ist der Hintermann weg. Das war ja schlimm. Zieh auch mal aggressiver durch. Hm, 2000. Aber immerhin 6/10 Vorlauf. Also der erste aggressive Sektor hat sich doch bezahlt gemacht. Mann, oh Mann. Das war zu viel des Guten. Viel zu viel des Guten. Ob ich das nochmal rausholen kann? Die Zeit passt gerade sehr. Nein, der ein ganz schlimm ehemals Lieblingskurve. Da ist noch was drin an Reifen, wenn ich es gut hinbekomme. Natürlich auch hier. Sekunden Vorlauf, das sollte reichen. So groß war der Vorsprung hier noch nie. So, hier ganz lieb sein zu den Reifen. Schaut mal, wie lieb ich zu euch. Wie lieb ich zu euch bin. Aktuell lila. Na, das sollte doch passen. Wenn ich es jetzt nicht versaue. Zum Beispiel auf diesen äußerst aggressiven Randstein da außen haben wir ja schon die Erfahrung gemacht. Ja, bisher die beste Runde. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und dem Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Schön, dass sich alle freuen. Jetzt hier Zeit verloren. Aber generell Zeit. Im ersten Teil des ersten Sektors voll, im zweiten Teil dann schon wieder gut gemacht. Und zwar richtig, will ich meinen. Halbe Sekunde Vorlauf. Liest sich gut. Eine gute Steigerung bisher. Erst rot, dann grün, jetzt dreimal lila. Das war schon sehr gewagt. Aber 1,2 Sekunden Vorlauf geben mir recht. Und lila Reifen. Zeit hin. Unverkennbar. Auch Zeit hin. Eine Sekunde Vorlauf. So, die Runde sollte auch kein Thema werden. Nee, gar nicht. Letzte Runde. Das schreit doch nach lila. Na, das war letzte Runde besser. Das zweite Stück hier hinten im ersten Sektor. Drei Zehntel, naja, es waren schon mal mehr. Ich finde auch das Anbremsen in diese Links-Rechts-Kombination da vorne direkt nach dem ersten Sektor toll. Das macht irgendwie sehr viel Spaß. Eine Sekunde Vorlauf.
Ja, da heißt es aufpassen, wenn du auf dem Rand stehst schon. Na, knappe Sekunde Vorlauf. Oh oh, scheiße. Zeit habe ich noch etwas, dann lieber auf die Reifen achten. Denn die entscheiden hier, ob lila ja oder nein. Lila waren sie nicht mehr. Aber hat gereicht. Puh. Also Streckenakklimatisierung habe ich mit besseren Chancen eingeschätzt als jetzt hier das Reifenmanagement. Und es ist genau umgedreht ausgegangen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl für die Reifen bekommen. Für die roten, die überwiegend im Rennthema sein werden. Oh, Herr Teamkollege, hallo. Ey, nicht anschieben. Scherz haben wir beide. Der ist. Was? Wieso nicht die 10? Ich bin aktuell letzter. Ah, da musste ich jetzt doch mal schärfer gegenlegen. Jetzt kommt er mit Windschatten wieder ran. Bleib ja hinten, du. Hm, zu den. Das war 2000. Na, jetzt geht's erstmal rein. Und dann mit einer anderen Autoeinstellung raus zum Kohlefang-Tempo. Okay, das war zu schnell, da muss ich noch ein besseres Gefühl für das Rennen bekommen. Ja, 47,9. Paar mal auf den härteren vor uns. Aber ich nehme an, er musste kein Reifenmanagementprogramm fahren. Ja, hab mich richtig gut reingefuchst nach der ersten Runde. So, oh, starke Bedenken. Wird wohl doch sehr schwer nur grün werden. Und am Ende, ja, schwuppdiwupp, war's auf lila. Ja, Runde 3 und 4 waren noch grenzwertig. Das waren eben die ganz besonders grenzwertigen. Die letzte Runde. Reifenmäßig grün. Gibt's was? Nee, Sektor 2 und Autoeinstellung holen wir uns jetzt gleich. Gut. Dann gib mal her. Was mache ich denn? Weniger Heckflügel. So. Das letzte Mal Ressourcenpunkte sammeln im Ressourcenprogramm. Ah, die Reifen implizieren Schnelligkeit. Mal gucken, ob ich das auch auf die Strecke bringen kann. Wir können auch schon auf den Lilanen. Die bieten hier schon eine Ecke mehr Grip. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Gut, dann lassen wir das hier mal wieder offen. Speziell dann für die nächste Runde.
Fahrer vor mir. Palmer liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 47,8. Ach, ein Zehntel vor uns. Na gut, er war aber auf Gelben unterwegs. In Anbetracht dessen, dass ich die Reifen geschont habe, ist da noch mehr drin mit den Roten. Darf aber auch nicht vergessen, mit den Roten war ich jetzt sehr konstant. Und was bringt dir dann wieder eine schnelle Runde später im Rennen, wenn dafür viele Runden drumherum einfach zu reifenfressend und zu langsam waren? Muss wieder früher schalten, fällt mir gerade auf. Na, kommt mir das Heck im dritten Gang rum, dass mir die ganze Zeit im zweiten nicht passiert. Ist die Reifen schon runterrammen, nur weil ich die Einführungsrunde hier so hart daran gehe. Na, ist noch zu weit außen, zu viel Untersteuern. Da muss ich kurz mal gerade sein in der Kurve mit dem Wagen, weil ich hier noch etwas auf dem Rennstein herumgeworfen hatte. Eine halbe Sekunde jetzt schon Rückstand, ist viel zu viel. Na gut, der erste Sektor hat auch nicht gepasst. Dennoch, das wird auf jeden Fall sehr schwierig auf Grün abzuschließen. Bin ich gleich bei plus minus null, aber ja, da kommt ja noch der letzte Sektor. Sektor 2 grün, jo, das passt dann schon mal mit den Teamzielen, nehme ich an. Weil jetzt kommt ja gleich noch die Autoeinstellung hinzu. Ja, fährt nur noch mindestens hier grün beim Qualifying-Tempo, aber das sehe ich in weite Ferne gerückt. Na, ja, wieder zu früh rein. Zu früh. Und fast 2 Sekunden Rückstand. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Bekomme ich aber langsam Ausgang hin. Nicht schön. Ah, jetzt gibt der Rand schnell mit. Den Wagenschwung etwas genutzt, aber dennoch dadurch nicht optimal gefahren. Und wieder eine halbe Sekunde Rückstand. Ne, das wird auch mit dieser Runde nichts werden. Und wieder kommt mir das Heck beim frühen dritten Gang rum. Vier Zehntel. Hab jetzt mit mehr gerechnet, aber ja, nur 4 Zehntel. Aber hier hinten erwarten die mit den Reifen mehr, zumal der Schlenker jetzt gar nicht gepasst hat. Also im dritten Gang muss ich da sehr langsam unter dem Hotel hindurchfahren oder einfahren. Ansonsten schmeißt er mir wirklich das Heck rum. ...1,36 Sekunden. So, probiere ich nochmal einen dritten. Ist auf jeden Fall angenehmer.
So schnell war ich jetzt hier noch gar nicht mit den lilanen Reifen, aber da geht noch mehr. Das war nicht gut eingefahren. Und 13. Rückstand. Das ist nicht zufriedenstellend. Jetzt kostet auch wieder Zeit. Wobei ich bei plus minus 0 jetzt gleich bin. Da war es mal kurzzeitig nur ein Zehntel Rückstand, jetzt sind es wieder 4. Oh, rumgehauen. Habt ihr es gesehen? Wie er da gezuckt hat? Ne, da sehe ich leider schwarz wie die Nacht vor Augen. Für das Qualifying-Tempo. Ziele nicht erreicht. Komm zurück und sieh dir die Daten mal an. Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal aus. Ja, ein T3. Aber ich war letztendlich nicht mal annähernd dran. Der letzte Sektor hat's mit mir ganz schön verrissen. 3/4 leide ich da vor der ehemaligen Lieblingskurve mal auf der Uhr im Rückstand. Aber dann habe ich den Rückstand immer massiv ausgebaut. Die Reifen haben locker mal 30% runter. Auch nicht gerade wenig für nur 3 schnelle Runden und doch eine recht schnelle Outlap. Fahrer vor mir. Magnussen liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,46,9. Das sind gleich mal 3 Zehntel. Hab mich jetzt schon um 7 Zehntel gesteigert. Tja, bin mal selbst gespannt, ob das eine Steigerung wird im Qualifying. Zur Qualifying-Tempozeit. Kommt wieder Williams an, ja? Dann fahre ich mal rein. Vielleicht bekomme ich es mit den Bremsen jetzt besser hin. Okay, in den 4. und dann runter. Reifen stehen lassen, ist an sich egal, weil die Reifen kommen sowieso weg. Außer, ich lege einen Boxenstopp ein. Fahr mir dann die Nase ab und muss dann gleich wieder rein, weil dann könnte ich ja vielleicht mit einem späteren, weiteren Boxenstopp die Reifen nochmal verwenden. Vorsichtshalber werde ich mir die Zeit jetzt gleich schon mal notieren. Wir sind in Abu Dhabi. So, bestenfalls auch die Zeit von Romain Grosjean. Darf ich? Jetzt. Standen die Tasten zwar schon länger da, aber es durfte aber erst wieder später sein. Das will ich dann gleich wieder anders haben. Genau, Reifen 37%. Mit Outlap. Die sind minimal langsamer. Aber sind die gelben, aber es sind deutlich frischere. Gott. Schwupp. Die. Achso. Ja, voll. Das ist schön. 107 minus 2 Ressourcenpunkte. Das freut mich sehr. Na, es freut mich. Und dann die Zeit.
Jetzt 2, 4, 1, 47. 2, 1, 4. So. Und der gute Romain. Oh Mann, ey. So weit weg. Puh. Musst du erst mal schaffen, ne? Ich frage mich gerade, ach ja, da sehe ich es ja. Seht ihr das in Bezug auf die Sektoren zum Teamkollegen? Das ist gar nicht der Teamkollege, ich gucke gerade bei Palmer. Also, die Differenz. Zu Palmer bin ich Erster. Bin ich vorne in Sektor 1 und 2, aber er ist auf den gelben. Und hier noch Sektor 2, auch noch Sektor 2, hier hört es schon auf. Was? Oi, jetzt habe ich das Ende gehört. Irgendwas von Kilometer pro Stunde. Aber was denn? Spitzengeschwindigkeit, Durchschnitt? So. 45,0. So, das wollte ich aufschreiben. Gott, habe ich markiert, notiert. Und dann raus hier. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Ricciardo und Rio Haryanto. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Boah, Magnussen auf den Roten. So weit weg. Tja, das ist Abu Dhabi. Rasen in der Box. Und ich habe nicht mehr meinen Sauber, mit dem ich letztes Jahr noch etwas kaschieren konnte. Kaschieren. So, die 2100 Ressourcenpunkte haben wir damit geknackt. Und die 2200 werden es auch noch nach dem freien Training sein. Und gehe zu Training 3. Reifenkontrolle. Gut. Die ganz rechts schaue ich mir dann am Ende nochmal an. Jetzt ist etwas wärmer, ob mir das helfen wird. Am ehesten werde ich einfach meine Runde an sich besser hinbekommen, abgesehen, unabhängig von der Temperatur hier draußen. Ich kann ja mal schnell etwas Reifen sparen. Kommt mir auf der schnellen Runde bestimmt entgegen, aber schon 1% runter, außer vorne rechts. Können wir ja schon mal gucken, wie das dann im Qualifying sich verhalten wird. Wir haben ja eine gute Referenz zum ersten Anlauf des Qualifying-Tempos in T2. Da bin ich ja ziemlich flott gefahren, diese Outlap. Und die werde ich jetzt mal eher Qualifying annähernd fahren. Kein Reifen hat bisher 2%. Doch, hinten links. Dann doch. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Macht schon mal eine ganze Ecke aus. Naja, das ist halt, naja, fast Safety Car fahren. Und das ist ja auch schon fast eine ganze Runde geschenkt. Eine Runde in dem Safety Car. Na, 3% habe ich auf die Hinterreifen bekommen. Aber vorhin waren es mal locker 4. Nicht gut angefahren. Das war doch schon mal ganz passabel, der erste Sektor. Ansonsten.
hier sogar im grünen Bereich. Liegt es vielleicht doch etwas an der Temperatur? Liegt mir das eher? Ich bin jetzt nicht aggressiver gefahren, ich bin einfach mal einen Ticken ruhiger gefahren. Sauberer durch die Kurven. Na, etwas zu weit. Jetzt habe ich hier 7/10 Vorsprung. Hey, ja, da muss doch irgendwas schief gegangen sein. Die Streckentemperatur würde ich jetzt doch vermuten, weil ich fahre jetzt einfach nicht so krass anders. Klar, ich fahre ruhiger, nicht so aggressiv. Das kann ja auch Zeit ausmachen, aber ist gerade sehr extrem. Das kostet Zeit. Ja, ist meine Chance, hier gleich mal auf grün zu kommen, auch wenn es nur noch knapp 4/10 sind. Gleich ist der Vorsprung weg. Und wieder untersteuert der Wagen extrem im dritten Gang. Zeit passt noch. Nein. Nee, es wird nichts. Schade. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Jetzt schon wieder eine Viertelsekunde Rückstand. Mann, in der letzten Runde war es drin. Da bin ich wieder etwas aggressiver auf die Tube gestiegen, also generell aggressiver dran gewesen, weil ich weiß, dass ich da einfach Zeit verliere. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Aber jetzt habe ich auch wieder Zeit verloren im Vergleich zur letzten Runde. Okay, die Runde wird es auch nicht. Dann halte ich die Reifen jetzt nochmal beisammen. 46-0. So, Herr Hintermann. Komm. Wir sind noch kein Qualifying, da geht das mal. Ich glaube, ich werde wieder den zweiten Gang probieren. Hat sich bisher überhaupt nicht bewahrheitet, da mit dem dritten durchzusausen. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das wiederholen. Komm schon. Was ist denn das jetzt? Ich komme nicht mehr weg. Der lenkt doch gar nicht so voll. Was denn jetzt? Jetzt? Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Mann, ey. Man hat es in der Lenkradeinstellung gesehen. Er hat gar nicht voll gelenkt, obwohl ich voll gelenkt habe. Hat er gerade wieder Singapur-Auszüge. Da war es ja zuletzt, als ich aus der Box bin. Da war es mit einer Rückblende mit dem Autopiloten verbunden. Mann, jetzt beschäftigt mich das gerade zu sehr. Jetzt bin ich auch am 6. durch, so ein Kack. Ey, die Runde wird es auch nicht. Ach, Mann. Tja, und auf einmal kommt das Spiel wieder und klatscht einem was entgegen, was man erstmal gar nicht wieder versteht. Ihr habt ja gesehen, ich habe gerade voreingelenkt. Eigentlich hätte die Lenkradstellung gerade fast wie in dieser Spitzkehre sein sollen, aber ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja auch gesehen. Da war praktisch laut Lenkrad im Spiel kein Lenkeinschlag vorhanden. Schade, na dann fahre ich jetzt direkt rein. Na, wobei, ich kann die Reifen nochmal ausreizen. Ich fahre die Runde zu Ende, dann fahre ich noch eine schnelle Inlap. So als kleiner Einschuss für das Qualifying, was dann folgt. Weil die Runde gerade einfach gar nichts ist. So, also jetzt glaube ich, wird es eng werden. Meine Zeit im Qualifying, diese hier, dann
zu unterbieten. Ich muss einfach eine 45er fahren. Aber mit der Steigerung habe ich mir jetzt schon einen kleinen Klotz da in den Weg gestellt, den ich erstmal umfahren muss. Wir haben bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Versuch es besser noch einmal. Viel zu schnell durch. Muss ich gerade etwas rausnehmen. Naja, die Rundenzeit ist gerade nicht so wichtig. Ich fahre den Rest mal halbwegs flott. Zweit außen. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,2. Weit, weit voraus. Und Fahrer hinter mir. Hammer liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 46,3. Oh, der Randstein. Also Palmer wird schon harte Nuss werden und ja, Palmer ist mal wieder der Langsamste, wenn ich mich mal ausklammere. Das war nicht günstig gewählt. Da bin ich schon besser mit dem zweiten und dem dritten Gang durchgefahren. So, hier war es bis in den vierten, dann runterbremsen. Zu schnell, weil die Reifen stehen geblieben sind. Nun gut, da habe ich jetzt eine Packung. Eine 46010. Bin ich mal gespannt, ob ich das Ding schlagen werde. Das sind gleich mal 1,2 Sekunden schneller als noch im vorangegangenen Versuch, aber Grosjean ist immer noch eine Sekunde weg. So, ich schaue gleich mal nach Romain Grosjean, was er hingelegt hat. Wenn die hier mal fertig sind. Machen wir es erstmal so rum. Reifenabnutzung anschauen. 37, kommt mir bekannt vor. Naja, 36. Und hier hinten ist alles frisch. Halt. Ich denke gerade mal an das Qualifying. Benzinmenge kann ich zwar später eh nochmal einstellen, weil ich da sowieso nochmal drüber schauen werde. Zwecks Parkvermehrregeln. 46,0. So. Und da. Er hat noch gar nichts, na dann. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Raikkonen, Hamilton und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Grosjean ist vollends gescriptet, mit den Roten schneller gefahren als mit den Lilanen. Na, ich habe mich auch eine ganze Ecke gesteigert. Und ich bin sogar nicht letzter. Hey! Nicht letzter geworden, aber ganz stark den letzten Platz vor Augen. Wenn nicht jemand sehr ungünstig über eine Zeit hinweg im Rennen mit einem Leistungsverlust zu kämpfen hat, bestenfalls Palmer, und nicht noch etwas dazwischen kommt, so werde ich letzter fahrender Wagen sein. Soweit meine Aussicht nach dem freien Training. Ich warte erstmal ab, ob ich da noch etwas entgegensetzen zu habe. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.